Er ist für die Interessierten am 30.11. im Akademietheater zu erleben. Er liest aus seinem neuen Buch Noch wach und ich kann nur empfehlen. Bitte begrüßen Sie den äußerst charismatischen, sympathischen Benjamin von Stuckrad-Barre. Lieber, Dankeschön. Benjamin, was darf ich dir zu trinken geben? Ein Weinchen oder hast du was anderes bestellt? Ich habe um einen Ingwer-Tee gebeten, weil ich ein bisschen schwierig sein wollte. Ja, haben wir einen Ingwer-Tee? Ja. Aber das ist toll. Die haben mich drum gebeten, damit sie auch mal von da kommen können. Ja, das ist schön. Ein Ingwer-Tee. Magst du auch Ingwer-Tee oder hast du es nur aus reiner Schikane? Einfach, weil er vor die Kamera wollte. Willst du was anderes zu trinken dann als den Ingwer-Tee? Oder ist herrlich, okay? Wunderbar. Wie geht's dir, lieber Benjamin? Du hast jetzt 30 Lesungen, hast du, glaube ich, schon im Frühjahr absolviert. Ja, alles nur Probe für Wien. Alles nur. Ist es deine einzige Wien-Lesung? Ja. Akademietheater, das ist ja interessant. Das ist schon eine gute Adresse. Andere Schriftsteller lesen natürlich in viel unglamouröseren Kaschemmen. Ach so? Ja, oder? Ja, das weiß ich. Aber... Ist es aber er ist es gewohnt. Du liest doch in Berlin auch immer nur in den größten Theaterhäusern. Das klingt jetzt alles ganz unsympathisch. Ich habe einfach David Schalko gefragt, wo liest man denn? Da sagt er, ich habe im Akademietheater gelesen. Und dann habe ich gesagt, will ich da auch hin. Aha. Aber hat dann nicht das Burgtheater irgendwie auch eine sozusagen Möglichkeit, da Einspruch zu haben? Oder wenn Schalko anruft, dann kann jeder dahergelaufene Schriftsteller lesen? Das könnt, wenn ihr mal einen Abend da machen wollt, ruft den David Schalko an. Telefonnummer von David Schalko ist unten eingeblendet. Genau. Der kann euch auch hier zu der Sendung, das ist eigentlich... Aber machst du die Lesung noch so wie früher? Das war ja deine Lesung, meine sind ja nie Lesungen. Sie sind ja in Wahrheit immer mehr. Es wird schon auch gelesen. Also es wird schon auch gelesen, aber es ist ja wie eine Art Rockkonzert. Naja, es ist nicht das, was man sozusagen von der ursprünglichen Dichterlesung gewohnt ist, dass hier einer kommt und sich kurz Hüstel und Wasserglas, sondern es ist schon, du machst schon mehr. Es wird auch gehustet, es gibt auch ein Wasserglas, aber... es ist halt nicht in der Bücherstube, ne? Ja. Wo man danach dann noch zum Griechen geht und... Ja. So. Wohin geht man danach? Ins Bett. Ins Bett direkt, ja. Das ist viel gescheiter. Ja, ja. Das ist viel klüger. Welches Bett ist wurscht? Ja, erstmal ja. Also da schaut man halt dann, ja. Aber ich habe das Buch gelesen, dort bist du nächtelang immer wach und musst immer in diesem Pool in Los Angeles liegen und mit lauter Hollywood-Stars Recherche. Abhängen. Das war. Aber das stimmt, dass du deine meiste Zeit eigentlich im Hotel verbringst. Du hast keine reguläre Wohnung wie unser einer. Du lebst im Hotel. Ja, ich lebe im Hotel, ja. Wirklich? 300 Tage im Jahr im Hotel. Das 365. Wirklich? Du hast keine Wohnung mehr? Doch, ich habe eine, aber die ist so ein Materiallager. Also ich war jetzt da, vorletzte Woche, immer mal Post holen und jetzt vor allem umstellen von Sommer auf Wintergarderobe. Ich brauchte Wintermäntel. Das ist natürlich wahnsinnig ins Geld gehend, nehme ich an, weil das sind ja auch nicht die schlechtesten... Nein, das ist um die Ecke, das geht schnell. Nein, ich meine die Hotels. Das sind ja nicht die schlechtesten Hotels, wo du absteigst? Danach schon. Nein, aber jetzt im Ernst, was kostet dich das? Ich lasse mir das bezahlen. Von wem? Von wem? Vom Verlag? Von den Hotels. Du lässt dir... Aber in Los Angeles zum Beispiel, das berühmte Hotel, das Chateau, wie ich sagen nur, das kostet 600 Euro am Tag. Ja, aber wenn da also wirklich ein Multiplikator wie ich wohnt. Wir wollen ernsthafte Antworten von dir. Ach so, ja. Also es geht so, man wohnt da und sagt, das ist ja ganz schön hier, ich könnte mir vorstellen, hier länger zu bleiben. Ja. Und was können wir denn da am Preis machen? Dann muss man das weiträumig umfahren. Man muss dann irgendjemanden kennen, also irgendwie das schwächste Glied in der Kette. Ja, was, den Zimmerkellner? Also, irgendwen musst du dir zum Freund machen und dann dich da so reinschlawinern. Und das heißt, es wird am Preis gearbeitet. Es wird von mir aktiv Herr Stuckrad-Barre, wir geben Ihnen das Zimmer nicht für 600 Dollar, sondern für 30. Ja, das sind verschiedene Schritte, aber das ist so die Taktik, ja. Aber du bist ja dort teilweise 4, 5 Monate. Das heißt, bist du dann im vierten Monat bei 30 und beginnst bei 600 oder
bevor du eincheckst, bist du bei 30. Seit wann seid ihr eigentlich so spießig und wollt so viel über Geld reden? Ja, das ist das Einzige, was mich interessiert. Ihr habt doch auch den Euro. Ja. Wir haben auch Euro hier. Ja. Ja. Bist du reich? Naja, Bestseller-Autor. Ist irgendwie, haben die mit der Altersvorsorge ist irgendwas? Ja, aber gutes Thema Altersvorsorge. Ja. Wie versichert bist du fürs Alter? Hast du eingezahlt? Weißt du, dass du, wenn du 70 bist, gut leben kannst? Oder wird es ein Leben auf des Messers Schneide sein? Das ist es ja jetzt schon. Ja, ja, das, ja. Aber du, ja, okay. Wird Geld in deinem Leben, glaubst du, mal eine Rolle spielen? Oder bist du dadurch, hast du deine Schäfchen im Trockenen? Also, nein, aber das ist ja auch ganz furchtbar. Antwort, also ich finde, man was muss, ist die Antwort auf meine Frage? Die Antwort ist, ich finde, man muss die Wirtschaft unterstützen und einfach rein Geld sofort wieder raus. Ja, das einfach war die Antwort. Teil des Kreislaufs. Das gefällt mir sehr gut, das ist sehr sympathisch. Und denkst du jetzt, weil wir... Bist du unzufrieden mit den Fragen? Was? Bist du unzufrieden mit den Fragen? Nein, ich habe das mit dem Geld ist so, weil wir alle so viel Unsinn gerade geredet haben über Geld. Es ist so ein langweiliges Thema, Geld. Ach, für viele nicht, die gar nichts mehr haben. Ja, ich habe auch nicht so viel, aber man tut dann halt so, als ob eine Weile und dann kommt's wieder. Wenn du Kinder hättest, würdest du ihnen... Er hat Kinder. Ah, ja, du hast Kinder. Gibst du deine Kinder zum Mäcki? Einmal die, so wie in Österreich wurde empfohlen, wenn man nicht so viel hat, dass man sein Kind einmal pro Woche zum Mäcki schickt. Das habe ich mitbekommen, ja. Machst du das auch oder sagst du, nee, du ich kannst, versuche, du dass mein Subway. Kind einmal die Woche nicht dort ist. Das meinst du. Wegen der Gesundheit. Aber Gesundheit ist in L.A., habe ich gelesen in deinem Buch ja auch, da ernährten sich alle unglaublich gesund. Ja, das heißt, und von Drogen. Also, aber gute Drogen. Ja, Droge ist ja nicht per se das ungesund. Ehrlich gesagt, nee. Echt? Also ich würde dann sehr darauf geachtet, ich muss jetzt die so und so Samen und dann nachts alles wurscht. Alles wurscht? Ja. Also auch Mehl? Nee. Rattengift? Das ja. Ja. Hast du viele gute Freunde verloren durch Rattengift? Nee, gewonnen. Ja. Wie möchtest du, weil wir das gerade in dem Beitrag hatten, wie möchtest du lieber erschossen werden oder lieber explodieren? Das hat mir sehr gut am besten war natürlich die Antwort, dass man einfach einschläft und dann tot aufwacht. Ja, ja. Das ist so eine gute Ellenantwort. Ja. In deinem Buch noch wach. Hast du auch natürlich Österreich-Bezüge? Sogar, selbstverständlich. Ist das Erste, was in deinem Buch auf Seite 1 oder eigentlich vor Seite 1 ist der Widerruf von Wolfgang Fellner. Der ist so gut. Bist du, was die österreichischen Verhältnisse und was Wolfgang Fellner betrifft, total vertraut? Ich bin süchtig danach. Ja. Also es sind ja also die besten Figuren immer aus Österreich. Ja? Das, also Sebastian Kurz, also da habe ich alles verfolgt. Ja. Also bis hin zu der Festplatte im Kinderwagen. Ja. Und das war aber Blümel. Das war Blümel und hat sich als nicht wahr herausgestellt. Aber ist wurscht. Nein, und die Frau aus dem Finanzministerium, der beim Kanu-Ausflug das Handy ins Wasser gefallen Kann ist. Kann passieren. Und dann wurde es getrocknet und irgendjemand hat gesagt, wir machen mal eine Kopie davon und hoppala, war da viel drauf. Ja. Und das ist ja. Aber kann ich aus deinen Worten rauslesen, dass du die österreichischen Verhältnisse lächerlich findest, dass du dich lustig machst über unser Land? Über Nein, Politik? Überhaupt nicht. Ich finde, ihr habt das bessere Personal. Eure Skandale sind lustiger. Sie sind in der Sache genauso abscheulich wie unsere. Ja. Aber diese Lackeln, die da immer auftreten, das sind einfach so gute Figuren. Ja. Ja, ja. Also, und die Deutschen sind ja dann gleich ganz begeistert immer. Und, bei Kurz hieß es dann immer, so einen brauchen wir auch. Ja. Und I'm not sure. Gut, und der hat sich ja eh erledigt. Können wir denn die Fellner mal kurz vorlesen? Ja, gerne. Vielleicht? Ja, gerne. Erinnert ihr euch, das ist ein sehr, in diesem Buch geht es um so MeToo in ein MeToo-Skandal in einem großen ausgedachten Medienhaus und abgeguckt natürlich in der Wirklichkeit. Und da konnte man sehr viel lernen aus dem Fall Wolfgang Fellner. Und was du jetzt lesen wirst, ist ein Widerruf, den Wolfgang Fellner veröffentlichen musste, aufgrund eines Gerichtsentscheids. Ja, er hatte zunächst gesagt, da ist überhaupt nichts dran. Das ist immer der übliche Verlauf. Also da melden sich Frauen und sagen, das war irgendwie unangenehm, was der mit mir so wollte. Das ging gar nicht um meine Karriere, es ging mehr um seine Bedürfnisse da. Und dann sagen die halt immer, nein, das stimmt nicht, das ist eine Lügnerin und so. Das ist immer derselbe Verlauf. Und dann
ist halt doof, wenn es Beweise gibt. Und sie hat halt das Tonband mitlaufen lassen. Und im Prozess dann sitzt Felli da und... Felli, sagst du? Ist auch schon wieder so... Das Vollfall. Ja. Er sagt dann so, also was für eine Lügnerin und so weiter. Und da hat ihr Anwalt, so habe ich das gelesen, einfach wie ein Revolver das Handy auf den Tisch gelegt und gesagt, wir können es uns ja mal anhören. Ja. Uh-oh. Und da hat Wolfgang gesagt, ach, wissen Sie, müssen wir gar nicht. Clever. Und dann musste er also im Standard den Widerruf veröffentlichen. Und der ist sehr hübsch. Widerruf. Im Mai 2021 hat der Standard berichtet, dass ich zu K.W., also der Frau, geäußert hätte, dass ich sie lieben würde, ob ich in ihr Kleid hinten reinschauen und es einmal kurz aufzippen solle, dass es gut für sie wäre, hätte sie einen Mann wie mich an ihrer Seite, ich sie in Zukunft stärker in meinen Schwitzkasten nehmen würde. Ich hatte dazu behauptet, dass KW diese meine Äußerungen frei erfunden hätte. Das widerrufe ich hiermit. Ja, Wolfgang Fellner. Das ist natürlich sehr peinlich für ihn. Er ist aus der Nummer, aber trotzdem, meiner Meinung nach... Er ist rückwärts rausgepackt, um dann Zeit zu haben für die Inseratenaffäre, oder? Ja, so ähnlich, ja. Aber man muss ja haushalten. Ich glaube, er ist einer dieser Männer, die das natürlich unangenehm fanden, was ihm da passiert ist. Aber er macht ja weiter. Ne? Er ist immer noch bei OE24. Ja, aber sein Sohn macht so oft was jetzt. Ja, aber er ist aus dieser Affäre irgendwie rausgekommen. Irgendwie, oder? Ja. Und ich glaube, er hat kein Schuldbewusstsein. Das war, ich hatte das in Hollywood, als ich da war, habe ich die Anfänge von MeToo, weil das genau in der Zeit war, als ich da war und Rose McGowan dort immer am Pool saß. Das stimmt wirklich, oder? Ich dachte, das war stimmt. Erfunden. Nee, ich war dort. Die Frau, die quasi MeToo ins Rollen gebracht und hat. Und die saß immer am Pool und hat immer alle, so Rose McGowan, haben die gesagt, ja, die ist ein bisschen seltsam geworden und so, musst du aufpassen bei Rose. Und die wollte nie mit jemandem sprechen und ein paar Monate später wusste man, warum die mit keinem sprechen will, weil sie eben die Erste war, die namentlich geäußert hat, die eins von den vielen, vielen Opfern, Schauspielerin zumeist, von Harvey Weinstein war und von ihm vergewaltigt wurde. Ja. Sie war die Erste, damit die mit ging, Namen genau, quasi und damit ging Ende 2017 MeToo los. Und ich war die ganze Zeit dort und war eben zufällig die ganze Zeit da. So, ja. Und habe das mitbekommen. Und da beginnt auch dieser Roman dann. Und man dachte dann eben so ein paar Jahre später, jetzt hat sich ja unheimlich viel gewandelt seit MeToo und so weiter. Und dann bin ich in Berlin in Ereignisse reingeraten und man sagt, oh hoppala, das ist ja alles ganz genau so immer noch. Aber ist das nicht eine große groteske Situation, dass jetzt wieder drei alte weiße Männer über weibliche Opfer von Macht... Ja, ehrlich gesagt, das kann man dann so sagen. Das ist auch sehr interessant. Andererseits nein. Doch. Genau, wir müssen darüber auch sprechen. Alle sollen darüber sprechen. Ja, aber sollten nicht die Frauen eher darüber sprechen? Ja, absolut. Aber diese Frauen zum Beispiel in dem Buch, wenn die darüber sprechen würden, die wollen das nicht, weil die zu Recht Angst haben vor den Folgen. Und deshalb habe ich gemerkt, dass ich das aufschreiben kann und mag. Ich habe viele dieser Fälle eng begleitet und es sind Freundinnen von mir und habe dann auch einfach ehrlich gesagt jetzt gar nichts, es ist jetzt auch nicht so Bürgerengagement, sondern einfach versucht daraus einen Roman zu schreiben und dem Sprache zu geben, der Macht. Wie spricht die Macht heutzutage und wie sprechen diese Frauen? Eine meiner Lieblingsszenen in dem Buch ist, wo eine Frau dir sehr dezidiert und sehr lang erklärt, wie ist es eigentlich, Frau zu sein. Ja. Und du dann irgendwann nach 6 Seiten kommst, du wieder auf und sagst, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es ist schrecklich. Und dann sagt sie den total geilen Satz, nämlich, siehst du, und das ist das Allerärgste, jetzt muss ich auch noch Typen wie dich trösten. Genau. Trösten dafür, dass ihr so geschissen seid. Und das war für mich so interessant. Ich bin ja da gar nicht moralisch auf irgendeinem besseren Level oder sowas, dass ich alles schon wüsste, sondern ich bin da so reingeraten und habe so viel gelernt einfach darüber, wie die Verhältnisse gerade sind in solchen Fällen. Und habe dann erst viel zu spät gemerkt, ich bin ja Schriftsteller. Weil ich schon dachte, also ich habe mich wirklich 2,5 Jahre nur damit beschäftigt, dachte immer, also richtig davon leben kann ich jetzt in dem Sinne auch nicht, bis ich gemerkt habe, ich
stimmt, ich kann ja ein Buch schreiben. Und es hat eigentlich schon begonnen, Jahre vorher, ohne dass ich es gemerkt habe, nämlich in Los Angeles. Darf ich fragen, was das nächste Projekt ist? Ist das ein leichteres Projekt wieder oder geht es da auch wieder um... Ich habe keine Ahnung. Aha, oft ist ja so, dass man, wenn man Schriftsteller zu ihrem Buch befragt, dass sie schon das halbe nächste geschrieben haben. Aber will das Luxushotel in L.A. nicht wissen? Okay, sie zahlen eh schon so wahnsinnig wenig, aber ist irgendwas in Aussicht, dass wieder Geld reinkommt? Da gibt es natürlich Filmprojekte und so. Also so kann man das natürlich darstellen. Aber die Wahrheit ist, alles, was man weiß und denkt, wird komplett leergeschossen in so ein Buch rein. Ja. Und danach steht man im Nichts. Und ich glaube, welches Theater in Berlin hat das jetzt aufgeführt, hat sozusagen dieses Buch zum Theaterstück Natalia gemacht? Natalia in Hamburg. Das ist natürlich toll, oder? Es ist schon ein Theaterstück, ja. Ja, ja, aber taugt dieser Stoff für Theater? Sehr, eigentlich fast nur wörtliche Rede drin ist, sehr viel. Und das funktioniert sehr gut. Naja, was heißt fast nur wörtliche Rede? Also es ist sehr viel Figurenrede, wie wir am Theater sagen. Ja, ihr am Theater. Empfindest du dich als Theaterkünstler? Bei Bedarf. Aber gibt es auch Filmanfragen? Gerade auch im Akademietheater. Gibt es auch Filmanfragen? Das heißt, zu verfilmen? Ist schon vergeben, ja. Ja, finde ich auch schrecklich, dass jedes Buch irgendwie verfilmt wird. Nicht jedes. Doch, jeder Bestseller wird verfilmt. Ja, aber da die Verfilmung ist immer scheiße. Ja, aber ehrlich gesagt, das ist mein Beruf. Ja, weil es Geld ist, natürlich. Aber du wirst dann wahrscheinlich auch sehen, eigentlich ist das nicht so, wie ich wollte. Ist mir wurscht. Wenn jetzt jemand sagt, ich will daraus was töpfern, du kriegst 10%, dann sage ich, ich freue mich. Ja. Aber häkeln auch? Ekeln? Häkeln. Häkeln, Topflappen. Ja. Nein, Topflappen, wo drauf steht, mach wach. Oh ja, und damit sehr gerne. Übrigens, an der Stelle muss ich dir sagen, es ist einer der geilsten Titel, die ich überhaupt kenne. Und ein Titel, der so super zu diesem Buch passt, Noch wach, ist eine SMS, die einer schickt an eine Mitarbeiterin. Aber das ist auch eine SMS, die jeder von euch kennt. Nein. Wenn du am nächsten Morgen aufstehst oder siehst. Meine Mutter hat mir das mal geschrieben. Ja, aber um 17 Uhr. Ja. Ja. Aber jeder, der mal irgendwie im Nachtleben unterwegs war, kennt das. Irgendeine Leiche hat dann 2.43 Uhr. Da sind immer die ganz Verzweifelten. Aber schaust du selber nicht auch manchmal morgens, scheiße, was habe ich gestern noch irgendwas? Ist das bei dir nicht ähnlich? Wie war das jetzt? Ich habe eine Wegfahrsperre in meinem Handy. Ah, wirklich? Ja. Nach 18 Uhr gar keinen Kontakt mehr. Im Ernst? Das ist klug.